Wir bauen die Videoproduktionsanlage auf für die morgige Live-Übertragung für das Altschrittkriterium. Wir haben da insgesamt 11 Kameras im Einsatz, eine davon sogar eine Drohnenkamera. Wir werden da ca. 5 Kilometer Kabel quer durch die Altstadt verlegen, damit wir dieses Event gut einfangen. Ich bin der Rob, ich bin von der Firma Artec Group und wir sind technischer Partner von der Coop. Wir bauen die Technik auf, also von der Bühne bis Lichttechnik, Tontechnik, ganze Kamera. Technik macht unsere Partnerfirma die Gecker. Circa an die 100 Meter Draht, die wir da verbaut haben, an die 6 Tonnen Gewicht. Es sind ungefähr 25 Leute von unserem Club unterwegs. Zum Aufbauen hat jeder ein bisschen einen Verantwortungsbereich. Die größten Aufgaben sind zum Beispiel Gitter da mit 3000 Laufmeter Gitter. Ja. Und das entspricht ungefähr 5 Tonnen. Das Wichtigste ist, wenn wir pünktlich fertig werden, eins. Und noch wichtiger ist, wenn das Ganze unfallfrei runtergeht. Ne? Wisst ihr, was da morgen passiert? Das Altstadtkriterium, oder? Genau, ja. Sind wir schon gespannt. Schaut sich das morgen an? Bestimmt, ja. Haben Sie einen Favoriten morgen, der mitfährt? Eigentlich nicht, nein, nachdem ein paar nicht gekommen sind. Aber ich nehme an, der Thomas wird das machen vielleicht. Finden Sie das super, dass da so wieder das Altstadtkriterium nach so langer Zeit wieder auferlegt wird? Selbstverständlich. Alles, was da die Stadt zum Leben erweckt, traumhaft. Und es wird guter Sport geboten und ist wahnsinnig viel wert. Traditionsevent eigentlich. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Ich bin das erste Mal zuschauen und habe heute erst erfahren, dass das seit 15 Jahren nicht stattgefunden hat. Aber es ist voll geil, es sind voll berühmte Leute da. Dagmar, es sind echt mega feine Radl da. Ja, ist cool. Also vor einigen Jahren war ich schon ein paar Mal da und toll, dass es das wieder gibt, weil es hat schon gefällt irgendwie. Super organisiert und man hat Platz genug, dass man die Radfahrer noch wirklich live an erster Reihe sehen kann. Es taugt mir auf jeden Fall voll, dass es wieder gibt, das Rennen. Das ist richtig cool, ja. Erstmal herzlichen Dank an die Agentur Coop, Visosport, die kleine Zeitung und alle Sponsoren Stadt Graz, dass wir dieses Altstadtkriterium wieder durchführen haben können. Das Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Also ich glaube, die Stimmung hat es wieder gezeigt, dass es 15 Jahre schade war, dass es nicht stattgefunden hat. Unglaublich. Danke ans Publikum, danke an allen Sponsoren. Also ich muss sagen, super happy, wie es abgelaufen ist. War stressig bis zur letzten Minute, Sekunde, nicht nur das Rennen, auch in der Vorbereitung. Und ja, also ich freue mich schon auf die Vorbereitung für 2023. Also es ist sehr, sehr erfreulich, einfach überwältigend, dass man vor 15 Jahren eine Veranstaltung quasi auslaufen lässt und abknipst, heute den Schalter umlegt und dann so eine Kulisse und so eine Stimmung wieder da ist. Really nice, incredible atmosphere. It was like being back on the Champs-Élysées, it really was. It was, but with the cobbles as well, it was pretty similar. And yeah, really enjoyed the race. Ich bin BASF sehr dankbar, dem Heinz Bauer sowieso, der mit Leib und Seele für dieses Rennen lebt. Danke auch an Coop, die diesen Event großartig auf die Füße gestellt haben. Ich glaube, wer heute dabei war, der wird auch hoffen, dass es nächstes Jahr wiederkommt.